Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis K12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute packe ich den wunderschönen Film Die Eiskönigin, beziehungsweise im Original heißt er Frozen von Disney aus. Ja, Zuschauer unter euch, die schon etwas länger dabei sind, wissen, dass ich schon die DVD-Version ausgepackt habe. Und jetzt kommt halt das Blu-ray-Update dazu. Und ich finde, dieser Film hat es absolut verdient, auf Blu-ray nochmal geholt zu werden. Denn es ist eines der schönsten Filme der letzten Jahre von Disney, also von den neueren Disney-Filmen. Und bald kommt ja ein zweiter Teil raus. Ja, auf den ich mich schon sehr freue. Und ich bin sehr überrascht, dass mir der Film so gut gefallen hat. Man kann mit dem Film absolut viel Spaß haben. Man muss sich halt drauf einlassen. So, auf dem Cover sehen wir hier die gute Eiskönigin und dieses schöne Blau, türkisfarbene Weiß. Passt hier zu dieser Hülle natürlich, zu der Blu-ray. Und sie ist auch wirklich schön, ja. Das ist übrigens diese Nummer hier. Disney hat ja diverse Filme nochmal neu aufgelegt mit schönem Cover. Und das Ganze heißt in Deutsch übrigens völlig unverfroren. Ja. So, von der Seite, da ist nochmal die gute Eiskönigin. Und wir schauen mal die Beschreibung an. Eine humorvolle und spannende Geschichte von den Machern von Rapunzel neu verföhnt, die dein Herz zum Schmelzen bringen wird. Übrigens, neu verföhnt habe ich auch, aber persönlich, ich muss sagen, dass mir Frozen viel besser gefällt als der Film. Die furchtlose Königstochter Anna macht sich zusammen mit dem schroffen Naturburschen Kristoff und seinem treuen Rentier Sven auf eine abenteuerliche Reise, um ihre Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich Arendelle in ewigen Winter gefangen halten. In einem spannenden Rennen um die Rettung des Königreichs ringen Anna und Kristoff nicht nur mit den Naturelementen, sie begegnen auch mysteriösen Trollen und dem urkomischen Schneemann Olaf, gesprochen von Happe Kerkeling übrigens, der zu einem unverzichtbaren Begleiter auf ihrer Reise wird. Erlebe die Eiskönigin völlig unverfroren, wunderschöne Animation, beeindruckende Charakteren und unvergesslicher Musik. Ein cooler Spaß für die ganze Familie. Ja, besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können. Die Animationen sind wirklich super, ja, die Musik, klasse. Ausgezeichnet mit 2 Oscars, bester Animationsfilm und bester Filmsong. Ich denke, das hat der Film doch richtig verdient. Das ist übrigens Olaf. Und hier sehen wir ein paar schöne Bilder aus dem Film. Davon gibt es übrigens auch ein Musical, habe ich gesehen. Und ja, wir haben hier Original-Kurzfilm Get a Horse, hinter den Kulissen bei Die Eiskönigin völlig unverfroren, Let It Go, Musikvideo aufgetaut, Disney-Reise mit von Hans Christian Andersen zu Die Eiskönigin völlig unverfroren, zusätzliche Szenen, Original-Teaser und Trailer. Das Ganze läuft in 1080p High Definition 16:9, in DTS HD 7.1 in Deutsch, Englisch und DTS HD 5.1 in Italienisch und Türkisch. Dankeschön, Disney. Danke, danke, danke für Türkisch. Übrigens hat die DVD-Version auch Türkisch. Und ich habe mir den Film auch in der Sprache reingezogen. So, Untertitel haben wir Deutsch, Englisch, Italienisch und Türkisch. Und ja, jetzt packen wir das schöne Ding mal aus. Übrigens habe ich, wie gesagt, neben dem DVD-Unboxing noch 2 Special-Videos so mit einem Paket von Frozen und
noch ein Video, wo ich die zwei Figuren Olaf und Sven auspacke. So, zack. Let it go. Und hier haben wir die Disc. Leider ist hier nichts drin und auch kein Wendecover. Wobei hier das sieht so, ja, das fügt sich so ein hier drin. Das weiß mit dem weißen Schriftzug, aber trotzdem hätte ich mir ein Wendecover gewünscht und vielleicht so ein kleines Booklet, so als Special Edition. Wäre schon richtig nice. Und das ist hier die gute Elsa. Ja. So, das war das Unboxing, Freunde. Ich kann euch nur den Film empfehlen. Vielleicht mache ich ein frisch geschaut Video. Wenn ihr Bock habt, könnte ich doch auch ein frisch geschaut machen, nachdem ich die ganzen Wohnungsmaterialien angeschaut habe. Meine Meinung zum Film kennt ihr natürlich schon mittlerweile. Aber vielleicht mal gucken, Freunde. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.